Hallo ihr Lieben, ich bin Jasmin und ich führe euch heute durch die Mark Journey GmbH. Die Mark Group mit Hauptsitz in der Schweiz ist global führender Partner der Kunststoffbranche. Mit mehr als 1100 Mitarbeitern rund um die Welt stehen wir unseren Kunden nahezu überall mit unserem Know-how und unserer Leidenschaft zur Verfügung. Wir wollen unseren Kunden aus der Polymerherstellung und Verarbeitung sowie aus der Pharma- und Lebensmittelindustrie einen nachhaltigen Mehrwert bringen. Die Firma Mark Germany GmbH am Standort Großostheim, an dem wir uns gerade auch befinden, beschäftigt momentan über 500 Mitarbeiter, darunter ca. 45 Auszubildende in 6 verschiedenen Ausbildungsgruppen. Genau über die werden wir euch heute mehr erzählen. Ja, ich glaube, die E-Mail zum neuen Aufbruch habe ich schon gesehen. Ich kümmere mich drum. Tschüss! Hallo. Dankeschön. Hallo Jana. Hi. Wir haben hier einen neuen Auftrag. Kannst du mir dazu den Artikel anlegen? Natürlich. Schau mal, ich habe die Bezeichnung rausgesucht. Es wird nur entschieden werden, ob das eingekauft wird oder ob es selbst dahin. Am besten die Bezeichnung. Okay, dankeschön, bitteschön. Hallo, ich bin Jana, ich bin Technik- und Produktdesignerin im dritten Lehrjahr und zwar Ausbildung ist 3,5 Jahre insgesamt. Zu unseren Aufgaben gehören 3D-Modelle erstellen, technische Zeichnungen ableiten und die Pflege von technischen Dokumenten. Hallo Jan, wir haben hier einen neuen Auftrag. Kannst du mir dabei helfen, ob wir das Teil selber fertigen oder fertigen lassen? Mhm. Wir haben hier für den Make-or-Buy-Prozess haben wir hier externe Software, wo ich jetzt gucken kann, ob ich das jetzt hier selbst fertigen oder extern produzieren lassen. Aber für die finale Entscheidung müsstest du zu Luigi in die Arbeitsvorbereitung gehen. Okay, danke dir. Bitte. Während der Ausbildung habe ich beim allgemeinen Anwendersupport mitgeholfen und während der Ausbildung habe ich bei verschiedenen kleinen Projekten mit unterstützt. Zum Beispiel beim Make-or-Buy-Prozess, in dem entschieden wird, Artikel eingekauft werden oder selbst hergestellt werden. Hallo Luigi. Hallo. Kannst du mir bei der Entscheidung vom Make-or-Buy-Prozess helfen, bitte? Na klar. Schauen wir uns das mal an. Die Rotorelle wird standardmäßig bei uns hier an den Maschinen gefertigt. Daher würde ich hier die Eigenfertigung empfehlen. Dies erkennen wir nach dem Make-or-Buy-Prozess von der IT, wo Faktoren wie Preis, Lieferzeit und Kapazität eine große Rolle spielen. Dankeschön, es hat mir sehr weitergeholfen. Hier ist der vollständige Fertigungsauftrag der Rotorelle. Damit kannst du jetzt in die Fertigung gehen und die Rotorelle fertigen lassen. Dankeschön, werde ich machen. Kein Problem. Meine Hauptaufgaben in der Arbeitsvorbereitung liegen darin, Fertigungsaufträge zu erstellen, Arbeitspläne zu erstellen. Zudem habe ich den Make-or-Buy-Prozess, wo entschieden wird, ob Produkte eingefertigt werden oder outsourced werden. Dadurch läuft man mehrere Abteilungen, wie zum Beispiel die Montage, die Pumpenwerkstatt, das ist unsere Servicewerkstatt. Dann die Fertigung, logischerweise ist man auch in der Lehrwerkstatt, wo man die Grundlagen vom Beruf Industriemechaniker lernt. Und aktuell bin ich in der Fertigung und dort lernt man verschiedene Maschinen zu bedienen, sowohl Drehmaschinen als auch Fräsmaschinen. Meine Aufgaben hier in der Firma sind zum einen Teil die mechanische Arbeit, das heißt mechanische Bauteile an die Maschinen anbringen und ausrichten zum Beispiel und dann noch den elektrischen Teil. Hi Lukas, wie geht's? Hi Max, ich bin jetzt soweit fertig mit der Maschine. Kannst jetzt
aktuell befinde ich mich in der Inbetriebnahme. Unsere dortigen Aufgaben sind die Funktionen und die Sicherheit der Anlage zu prüfen, bevor sie zum Kunden zugestellt werden. Natürlich helfen wir dem Kunden dann auch vor Ort bei der Endabnahme und Einrichtung von der Maschine. Hallo Dennis. Hallo. Wir haben hier ein neues Teil. Kannst du mir das gleich einbuchen, bitte? Klar, buchst du dir das ein. Als Fachkraft für Lagerlogistik durchläuft man mehrere Abteilungen, zum Beispiel den Wareneingang. Da nimmt man Ware an, bucht sie zu, bucht sie auch aus, wenn sie schon für Aufträge gebraucht werden. Lagert sie ein, dann kommen wir noch in die Kommissionierung. Also da kommissioniert man die ganze Ware für die ganzen Maschinen, die wir hier herstellen oder auch für den Versand. Ist das Einlage oder nimmst du es direkt wieder? Nee, ich nehm's direkt mit, es muss direkt an die Maschine. Okay, alles klar, dann buchst du sie wieder aus. Dann danke schön. Bitte schön, tschüss. Hi. Ich habe hier eine Kombi. Ah, perfekt. Okay, dann kann ich die Daten gerade bei uns im System eingeben und dann kann der Auftrag bearbeitet werden. Perfekt, danke dir. In der Ausbildung zum Industriekaufmann durchläuft man viele Abteilungen, wie die Buchhaltung, das Lager, die Arbeitsvorbereitung oder auch den Versand. Meine Hauptaufgaben im Versand sind die Erstellung der Papiere für den Zoll sowie für den Transport. Ist die Maschine bei uns im Versand angekommen, so wird die Maschine von unseren externen Verpacker verpackt und im Anschluss an unseren Versandmitarbeiter die Kombiliste übergeben. Ich hoffe, unser Rundgang hat euch gefallen. Nutzt doch jetzt die Chance und bewirb dich auf einen unserer Ausbildungsberufe. Bis bald!